Bevor das Video beginnt, wollte ich euch noch sagen, dass wir uns hier in der Aufholjagd befinden. Ja, das sind alte Folgen, auch die, die du jetzt siehst. Die neue aktuelle Folge kommt am 12.09. dann raus. Dann geht's wieder ganz gewohnt im Rhythmus jeden Donnerstag 14:30 Footballmanager weiter. Das hier, wie gesagt, nur die Aufholjagd. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Moin Moin, hier ist euer Micha und es geht weiter mit der FM-Karriere hier mit Jan und Mike. Hi. Hey. Und zwar spielen wir auch gleich sofort gegen Jan. Jan ist bei Gladbach, unser Ex-Verein, von Mike, der Ex-Ex-Verein. Und ja, jetzt ist es Jans Verein. Also den hatten wirklich schon alle. Und Mike spielt ja auch gegen den Ex-Verein. Für Hertha jetzt. Und das schaut gegen mal bei den ihm Ex-Verein, nach, wie gegen das Mainz 05. Passiert ist. Boah, krass. Und genau, ihr könnt auch bei Jan vorbeischauen. Schaut alles gesagt. Ich würde sagen, wir gehen rein ins Spiel. So Leute, wir spielen zu Hause gegen Mainz 05, unseren Ex-Verein. Ex-Ex-Verein. Ex-Ex-Ex. Ja, ich hoffe, dass das gut läuft. Er nimmt einfach alle durch. Ich hoffe, dass das gut läuft. Ja, hier, ja, Stein ist einfach immer noch verletzt. Das freut mich auf jeden Fall. Stark ist jetzt auch angeschlagen. Zakaria sollte ich ja wieder spielen lassen. Wurde mir hier als Tippse gegeben. Das werden wir dann auch gleich mal machen. Und ansonsten weiß ich nicht. Sollen wir diesen Stürmerwechsel machen? Ja, können wir mal machen. Lassen wir mal Kalou spielen. Und nee, das ist schlecht. Das hätte ich nicht gemacht. Nee, doch, doch, doch. Das hat Micha mir vorhin als Tipp gegeben. Ja, aber Micha. Ich hab dir auch als Tipp gegeben, Mateta einzuwechseln. Der hat ein Tor gemacht. Also Micha ist schon krass. Dem vertraue ich irgendwie auch. Ja, aber Jan hat gesagt, Franzol ist geil, nicht da so, wieso, und dann hat er ein Tor gemacht. Franzol hat ein Tor gemacht. Also du musst Doppelspitze spielen, Dreifachspitze, Mateta, ja. Kalou und... Ich spiele einfach achtfach. Wo spielt er, auf welcher Position? LV, Elfmeter. Ja, dann erstmal eine halbe Stunde übers Feld. Aber hat er ja nicht viele Sterne, oder? Nee, so gut ist er nicht, aber es ist besser als alle anderen. Besser als alle anderen, weil vor allem es stand sogar da, dass er linker Flügelverteidiger ist. Und dann dachte ich, okay, Flügelverteidiger, ja, aber das ist doch ganz okay. Okay, wir kriegen Elfmeter. Weil du lässt ja keinen Flügelverteidiger jetzt spielen, sondern hoffe ich, dass Kalou den reinmacht. Nice. Ich habe schon überlegt, ob ich Kalou wechsle, weil Kalou einfach Kalou ist. Und dann habe ich gedacht, ja, aber wechseln, der macht ihn schon. Also, ich lasse immer Franzol beim Elfmeterschießen. Aber ich habe schon irgendwie was verpasst. Ja. Elfmeter, ja. Der nicht reinging? Ja. Elfmeter, der nicht reinging, ja. Oh, durch Kalou. Eieiei. Hack! Rune Mörden. Richtig geil, oh, ich vermisse die Jungs. Ich vermisse die Jungs. Du bist freiwillig gegangen. Ja, das ist eine Lüge. Ja! Oh, was? Was? Das für ein Spaß. Wer war das? Ich feuer den. Ja, keiner geht aber rein gerade, Mann. Handwerker! Das ist so dumm. Als du das vorhin gesagt hast, habe ich gedacht, irgendwie so, deine Mitarbeiter irgendwie, also es gibt irgendwie einen neuen Mitarbeiter bei dir oder so. Ja, im Verein. Ein Handwerker gibt's. Der Handwerker heißt. Aber dass du dann Spieler mit dem Namen, also wirklich. Der kann doch auch nichts für seinen Namen, Mann. Lass ihn doch mal in Ruhe. Aber willst du ja auch nicht. Lol, was ist das? Ach du meine Güte. Adlea. Ja, der. Adlea meint einfach mal so, oh ja, ich mach nicht nur Look so hier. Gut. Ist schon in die Jahre. Er braucht gekommen. Eine Brille. Er hat keinen Adlerblick mehr. Brille, ja. Ah! Die Adleraugen fehlen immer einfach. Er ist jetzt eine Schwalbe geworden. Ich glaube, ich verliere. Ich hasse Hertha einfach. So eine Gammelmannschaft. Warum habe ich mich darauf eingelassen? Ich wollte es zuerst nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, ich mach's halt. Zuliebe von Jan. Hä? Du hast mir meine alte Mannschaft geklaut. Wenn du jetzt, wenn du die auch. Was sagst du? Soll ich Franzol spielen, Alter, lassen oder Mateta? Das ist ein Sieg. Das ist... Was? Wieso spielt er nicht ab?
Ist der dumm? Ich würde Lecky auswechseln. Ich würde ihn so zu 100% verkaufen gehen. Okay, ich wechsle ihn. Alter! Ich wechsle ihn. Ist es Franz Sol oder Mateta? Mateta. Okay, Franz Sol. Der hat mir schon mal mitgebracht. Ach, für ein Juli. Ja, das hat mir zu lange gedauert. Ich war eine halbe Stunde in diesem Menü und keiner sagt was. Ich hab sogar diese. Ja, Franzose war besser. Ich hab sogar diese Chance verpasst. Aber ich habe auf jeden Fall Lecky ausgewechselt. Ja, der hat gerade. Also aus 2 Meter Entfernung hat er nicht abgepasst, sondern mitten auf den Torwart geschossen. Nice, geiler ja. Typ. Du kennst doch Vieto, der macht das ja, genauso. Den kenne ich, der ist cool. Ich glaube, der würde in das Team reinpassen. Du hättest gerade ein sicheres Tor eigentlich gehabt. Gut, direkt ins Tor von Adler. Guck mal, jetzt rennt er ein bisschen vor und dann. Oh! Jetzt Kalou. Nice. Ja, super Pass. Nice. Direkt zweimal, jetzt der Einwurf in den Gegner. Mal. Ist das irgendwie so eingestellt oder... Dass er direkt zum Gegner wirft. Die können wahrscheinlich keine langen Einwürfe, müssen sie aber immer machen. Ja, hör auf. Maden. Hör auf, sagt er. Mann, ich... Aserbaidschan. Raste auf. Bambi. Aserbaidschan. Nee, Baku ist nicht Aserbaidschan. Ja, nee, es kommt erst Australien, dann Baku. Wie jetzt Aserbaidschan und Gbambi immer zusammenspielen. Hin und her. So ein Zeitspiel. Junge, bei Hertha kann man einfach echt keine Tore schießen. Was ist jetzt gegen Augsburg? Fuck, Alter, warum habe ich das nicht aufgenommen? Ich hab's aufgenommen. Das ist doch so traurig. Jan hat gerade gedacht, er ist Hertha, lol. Und... Aber Augsburg ja. Ist auch inkonstant. Leute, bitte verzeiht mir übrigens, dass ich vielleicht ein bisschen gegen Neunter. Anders drauf bin, aber es ist 12:30 und ich bin müde. Ja, es tut mir leid. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Also von daher bin ich ein bisschen, ja. Und es gibt wieder viele Chancen für mich. 6:1 Schüsse bis jetzt, 60%. Erst Seitenwechsel. Ja, nee. Jetzt, aber doch, schieß nee. Ihn doch rein. Denn? Abseits. Ja, jetzt nice. Wieder kein Torerfolg für mich. What the 10.000 fuck? Leute schießen aufs das, Tor. Das war gerade Flipper-Automat. Heute die Aufnahme ist ja schon wieder beenden, wäre es eigentlich ganz geil. Weil ich habe ja auch ach, nicht du meine Güte. Gegen Michael gezeigt, dass ich mit dieser Taktik gut fahren kann. Große Chance für Augsburg, aber nicht ins Tor. Köln führt 1-0. Mir ist eigentlich alles egal, ich will nur ins Bett. Ja, nice. Lecky, schwer verletzt. Tot. Ich bin nochmal im Ballbesitz. Und geb den Ball so leichtfertig ab, das darf nicht wahr sein. Jetzt das Tor! Warum spielt er nicht quer? Ja! Alter, Mike. Was war das? Leicht aus. Aber er hätte 5-mal quer spielen können. Ja. Er wollte es. Halbe Minute. Und er schießt lieber 10-mal den Torhüter an. Das war viel bessere Lösung. Bam, 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 bam. So gut muss man erstmal sein. Und jetzt noch eins. Komm schon, jetzt einfach kurz den Ball halten. Nochmal der Ball in die Mitte. Warten. Und? Nichts riskieren. Ja! Ich. Mann, schieß doch mal aufs Tor. Augsburg. Jetzt nochmal die letzten 10 Sekunden im Spiel. Hertha am Ball. Jetzt das. Spaß. Der Dreck. 1-1. Dreck! Mann, ey, gar keines. Geil. 26 Schüsse zu 9. Jetzt hört man mal auf wieder Kreuzfahrtschiff. Nochmal. Deutsche tot. Echt? Ich find oh. Das so geil. Oh Gott. Wie so eine Oma oder so ein Opa, der immer das Gleiche liest und erzählt. So. Seid ihr soweit? Mit dem nicht. Ja, ich bin da bereit. Gut. Ich bin auch nicht. 3, 2, 1.
So Leute, das war's für heute. Der letzte Part war jetzt nicht gerade der beste Part von uns. Wir waren das war der beste müde. Part. Verloren haben wir auch noch alle. Außer nee, ich habe alles gewonnen. Alter, dann außer Jan, aber der cheatet sowieso. Aber schaut bei denen vorbei, die sind oben. Sag dir nächstes Mal, also, bin ich Host, dann gewinne ich immer. Haut rein, habt einen schönen Tag. Ciao und tschüss, euer Micha. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.